Ich habe das gesehen, wenn bei John McCloud, der hat diesen Eid geleistet und wenn du mit der reden kannst, das ist ja diesen, brauchst du diesen alten Hexenring, den du als Geschenk oder Gabe am Anfang ausrüsten kannst. Dann kannst du mit der Tussi reden. Und das ist echt traurig, was die so, wie die so drauf ist. Da fängst du, wird man ein bisschen melancholisch. Warum? Weil, naja, die ist ein bisschen komisch drauf. Die weint immer fast. Ist sie so ein bisschen emo? Ja, die ist richtig emo. Also, die, ich glaube, die ist, also muss man gucken, der Körper in der Wand, in der sie drinnen steckt, der sieht aus wie so eine, wie eine tote Spinne. Muss man, weil ihr Körper steckt ja irgendwas Toten drinne. Und ich glaube, die ist auch blind, weil die quatsche ich die ganze Zeit mit Quelaag an, als ob du Quelaag bist, also dieser Boss, den du da bekämpfst. Und heult immer rum und oh, mir geht's so schlecht und oh, du musst mir helfen und so. Und dann macht es aber. Also Am ich finde Ende jetzt. des Monats bleibt gar kein Geld mehr über. Ja, irgendwie so. Also ich finde ja schon, dass die Synchronstimmen aus Dark Souls sind ja richtig gut gemacht und bringen mehr rüber als in so manch anderen Spiel. Also da könnte sich so Spiele wie Skyrim können sich da eine dicke, fette Scheibe von abschneiden. Ein bisschen weniger, aber dafür ein bisschen emotionaler. Und die Tussi da, die Quelaana, die haben sie ist richtig gut rübergebracht. Muss ich da mal Generell finde gucken. ich die Synchronstimme. Ich weiß auch nicht, wo man das denn findet, diesen Hexenring oder was das da ist. Das weiß ich auch nicht, da müsste ich auch nachgucken. Wenn das wer weiß, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich immer über Kommentare, vor allem wenn sowas ist. Und soll ich jetzt schon mal durch? Ja, ne? Ich mache das jetzt einfach mal, weil ich Ach, muss bei eh. 3.700 Seelen Ja. kannst du es machen, das ist egal. Vor allem finde ich hier eh noch eine Rüstung. Und vorher Genau greife ich mich die. das Ding eh noch nicht an. Und es gibt ja diesen Trick. Guck, hier ist ja dieser Abgrund. Ja. Siehst du, ne? Und wenn ich Ja. mich hier irgendwo hinstelle, dann kommt das Ding so nah an den Abgrund und schlägt dann zu. Und dann schlage ich ein paar Mal auf seinen Arm und wenn ich Glück habe, lässt er dann los und fällt runter. Dann ist er so auf einmal besiegt. Dann mach das doch. Ich Machst du versuch's. das? Ich hab Weil das den Spiel schon mal so geschafft. gibt's auch richtig, habe ich auch schon echt gelesen, wenn jemand zum Beispiel irgendeinen schweren Gegner billig tötet, von Weitem mit Pfeil und Bogen oder auf irgendeine Feigling-Manier, gibt's wirklich Leute, die sich darüber aufregen, ne? Wo ich dann immer sage, ey Leute, ey, Dark Souls ist so schwer, da muss man sich nicht auch die schweren Bosse auch noch unnötig schwer machen, wenn man es ganz leicht machen kann. Ja, stimmt. Weil ich glaube, das ist immer irgendwie was, was die Entwickler einbauen. Weil ich glaube, bei fast jedem Bossgegner gibt es einen Trick, wie du den ganz schnell platt kriegst. Ja. So, jetzt erwacht er. Jetzt kriegst du die Rüstung, Ja, diese jetzt Hexe. krieg ich erstmal übel aufs Maul. Ach, ich brauche unbedingt eigentlich jetzt eine andere Rüstung gegen Feuer. Die hätte ich vielleicht erstmal anziehen sollen. Ne, so viel Zeit hast du Ah ja, nicht. stimmt, so viel habe ich gar nicht dann, ne? Ja. Nächstes Mal, wenn ich gegen ihn kämpfe. So, Ja, da könntest du genau theoretisch durch die Wand, ey. in Deckung gehen. Aber bei mir ist alles mit Acker, aber ich werde nichts Falsches mehr sagen. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. So, jetzt renne ich hier wieder zurück, da wo ich hergekommen bin. Da, wo dann dieser Lava-Wasserfall ist. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass er hier gleich hinspringt. Ja, ich habe nur noch Standbilder. Ich muss mir das dann nochmal auf YouTube richtig angucken. Ich habe auch komplett die falsche Ausrüstung. Ich habe ein Schild, das ist auch nicht feuerresistent. Und es ist gerade alles scheiße eigentlich. Du schaffst das. Ach fuck. Wie kacke war das denn? Ich finde, der guckt immer irgendwie so blöd. Machst du dem eigentlich auch Schaden? Ich sehe immer Ja, nicht so viel. ich mache ihm Schaden, aber nicht besonders viel. Ja, ich sehe schon. Irgendwie 180, wa? Ist nicht viel. Das funktioniert auch gerade nicht so, wie ich es machen wollte. Ich merke Aber das schon. jetzt kommt er noch ein bisschen näher. Ja, genau, das war die Attacke, die ich wollte. Und jetzt drauf, 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 drauf. Ja, komm schon. Jawohl, ha, haben. Hassen? Sehr Ja. geil. Ach, ich sehe schon. Jetzt habe ich da so einen komplett First gelben try. Balken. Supi. Ah, egal, Leute, beim ersten Versuch. Hat sich gelohnt, der Ausflug hier in die Dämonenruinen. Was gibt denn der eigentlich?
Menschlichkeit und Heimkehrknochen nur. Und Seelen sehe ich ja gleich wie viel. So, jetzt können wir nicht hier unten hin. Jetzt ist die ganze Lava weg und jetzt können wir richtig da rein in die Ruinen. Ich guck mal kurz. Ja. Gar keine Seelen. Ne, 20.000. Doch. 20.000 Seelen bringt er. Willst du nicht lieber erstmal leveln gehen? Bringt mir nichts, weil ich brauche wesentlich mehr Seelen. Ich glaube, ich brauche über 30.000 mittlerweile. Oder du gehst dir deinen Pyromantie-Handschuh ausrüsten. Wäre auch eine Idee. Ich gucke erstmal, wie viel ich brauche, und dann nehme ich vielleicht nochmal so eine andere Seele da, weißt du? Ja, so ein Seelencontainer. Ja. Weil Sowas vielleicht. da unten kommen ganz viele von meinen Lieblingsgegnern, und zwar ganz viele Taurus-Dämonen. Seht ihr schon? Weil du hast vorhin schon 33.000 Seelen verloren. Das wäre jetzt doof, wenn du jetzt nochmal was verlierst. Das Das sind ja wieder stimmt. fast genauso viel. Du würdest dich nur ärgern. Das ist immer das, was ich in Videos immer so sage. Jetzt rennt der mit so viel Zeug durch die Gegend. Wenn der jetzt stirbt, ist das alles weg. Aber ich glaube, da würde ich auch immer auf Nummer sicher spielen. Immer so, ach, Ach, es geht dann sogar. lieber. Ey, guck mal, perfekt. Ich habe dann 100 Seelen ungefähr, habe ich noch über. 104 Seelen. Dann gehe ich auf Kondition jetzt erstmal. Ja, dann kannst du ja gleich runterlatschen. Hier 104 Seelen, da kann ich nichts verlieren. Nee, dann passt es doch gut. Soll ich das Leuchtfeuer mal entfachen? Nee, nee, ich habe noch genug. Nee, noch hast du ja mehr als 5, da brauchst du erstmal keine Menschlichkeit. Ja, weil es kommt ja bald wieder ein Leuchtfeuer. Das ist ja gar nicht so weit weg. Dann fahre ich das lieber, weil danach kommen ja wieder schwerere Stellen und da brauche ich die 10 als das Flakon dann. Du kannst ja immer noch überlegen, ob du nicht irgendwie mal auf 30 Menschlichkeit sparst und dann einen von diesen Covenants. Ach, bleibt hier, glaube ich, eh nur noch der eine übrig. Also hier bei Quelana, ob du da 30 Menschlichkeit opferst und dann diesen Mega-Pyromantie-Zauber bekommst. Das ist so eine Sache. Ja, weiß ich nicht. Ich bin ja eigentlich kein Pyromant. Das würde dann erst Sinn machen, wenn ich wirklich einer bin. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Menschlichkeit ich habe. Ich habe jetzt 13. Ist da sowas, da kannst du dir ja noch Gedanken drüber machen, ob du da Bock drauf Ja. hast oder nicht. Was liegt da hinten eigentlich? Ich habe schon wieder total vergessen. Ich glaube, es war gar nicht mal so schlecht. Da Weiß ich bei aus dem den Kopf nicht. Taurus-Dämonen. Sehe ich dann. Ich habe da jetzt nur gar keinen Bock drauf gerade. Deswegen gehe ich erstmal Ja. den richtigen Weg weiter. Das muss ich dann Für irgendwann mal in einem irgendeinen brauchst du Extra-Part. auch diesen Lavaschutzring. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich glaube, dieser verkohlte Holzring. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie er heißt, aber man kriegt ihn ja bei diesem Tausendfüßler da. Genau. The Lava Se der Fire oder Lava Centipede. Das, Ich weiß nicht mehr genau. Keine Ahnung. Oder war irgendwie der Tausendfüßler. Der Ring des Tausendfüßlers. Der Genau. menschliche Der Tausendfüßler. menschliche Tausendfüßler. Das war ja auch so. Ach so, ich glaube, wenn du hier lang rennst, menschlich, dann kommt Kirk. Das kann sein. Nicht Stimmt. Captain Kirk, sondern der Geist Kirk, falls du mal seine Ja. Rüstung haben willst. Stimmt. Ach nee, der muss ihn jetzt erst in den Katakomben treffen. Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Katakomben. Na, bei diesen Ratten. Da in dieser Unterwelt, Unterstadt oder wie das da heißt. Untiefen. Untiefen. Da habe ich den Ich auch sag schon ge immer, getroffen bei den Fröschen da. da hast du den schon Da getroffen. Dann habe ich den könntest du schon ihn getroffen, ja. hier menschlich auch treffen. Und dann noch ein drittes Mal in Izalith. Und dann kannst du dir seine Rüstung holen. Das ist die Okay, mit den da haben wir Dornen, Kacknobel. die Rollschaden macht, wenn du in Gegner reinrollst. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja, ich muss mich ein bisschen konzentrieren gerade. Okay. War das etwa ein Ziegeldämon? Ein Ziegeldämon. Ja, ey, das ist genau wie der Taurus-Dämon. Weißt du, das sind so Sachen, die werden mich mein Leben lang verfolgen. Auch später im Beruf. Ich werde noch gemobbt später, weil ich Ziegeldämon gesagt habe oder einen Taurus-Dämon nicht geschafft habe, ne? Das mit dem Ziegeldämon ist das gleiche Phänomen wie Bogusing. Ne, das, was man zuerst sieht, du siehst ja nur das Wort. Ja, Bogusing, das war echt, das war auch noch so. Bogusing, ja, darf ich mir immer noch anhören. Mal sehen, ob Oder wer der pro Erste Person dazu. insgesamt. Pro Person insgesamt, genau. Aber mal gucken, Da wer. lacht sogar die Freundin, ne? Ja. Lacht mich schon wieder aus. Aber Bogusing ist gut, ja.
Jetzt ist auch gut da hinten, auf den billigen Plätzen. Lies dein Buch. Guter Umgang. Hast du eigentlich schon mal diese Dämonenmachete? Ne, die bekommst du hier unten, ne? Die können die droppen, wenn du Glück hast. Habe ich mit meinem zweiten Account, also mit Hotte, da habe ich den. Oder die Waffe. Das ist ja dein Penner, ne? Hotte. Hotte ist mein Bettler, genau. Das war mein zweiter. Und Jeremy Pascal, das ist ja mein Magier, das ist der dritte. Genau. Also ich finde irgendwie der Bettler, echt, wenn du es so anguckst, hat der, ist das echt so mit der geilste Charakter, wenn du das schon mal gespielt hast, das Spiel. Ja, das stimmt. Dann ist er auf jeden Fall der geilste, weil du kannst alles mit dem machen. Der hat alles auf 11. 11 ist ein guter Startwert und... Jo. Wenn du es so siehst, ist er echt richtig gut. Jo. Ich meine, gerade bei den ersten Leveln ist es ja dann immer... Ob da einer irgendwie ein bisschen mehr oder weniger hat, das ist immer so was. Aber wenn du schon alle schon ziemlich hoch hast, dann hast du eine gute, solide Grundlage. Ja. Und deswegen ist der Pyromant auch so gut, weil der ja schon mit 10 Level 1 startet. Das heißt, du kannst ja dann noch ein paar Level mehr billig steigern als die anderen. Ich weiß gar nicht, wie es beim Krieger war. Der Ritter hat, glaube ich, das höchste. Ich glaube, der hat 10 Level. Boah, die meisten haben 5 oder 6 und der hat, glaube ich, 7 oder 8. Weil der schon so eine geile Rüstung hat, weil der Ritter schon so eine geile Rüstung hat, hat er auch das höchste Seelenlevel. Hm. Gut, stimmt, am Anfang bist du ja mit dem Ritter echt ziemlich gut. Ja. Ich glaube, der Ritter ist so mit, ich glaube, der Anfänger ist immer der anfängerfreundlichste Charakter, weil du hast schon eine fette Rüstung, du hast schon, ich glaube, die Waffe ist ja immer die gleiche am Startwaffe. Und du hast schon ziemlich hohen Vitalitätswert und so, das heißt, du kannst auch ordentlich was einstecken am Anfang. Ja. So, ich könnte jetzt erstmal, ich glaube, hier gab es eine Feuerglut oder irgendeine Glut, wenn ich hier jetzt gleich links gehe, also hier Treppe runter dann links. Feuer war das, glaube ich. Ich glaube, ja, die Chaos-Glut ist da irgendwo, ich glaube, die ist erst im verlorenen Isalit ein bisschen später. Hast du dir irgendwie mal überlegt, mal so eine Feuerwaffe zu schmieden? Naja, hier Quelaxurien-Schwert. Ach ja, stimmt. Stimmt, die macht ja auch Feuerschaden. Wie findest du eigentlich hier diese süßen Gargoyles hier? Die sind niedlich. Die sind so richtig putzig. Schwach. Die halten noch ein bisschen zu viel aus, aber ansonsten sind die echt süß. Die sind so richtig kleine, dicke Steinrollmöpse. So richtig zum Liebhaben. Ne? Aber nicht von vorne. Die musst du von hinten kuscheln. Naja. Sonst kotzen die dich voll. So wie so kleine Babys. Die kotzen einen ja auch voll. Und die musst von hinten kuscheln. Ja, nee. Du musst halt dann halt dir irgendwas... Musst du aufpassen, dass du nicht voll gekotzt wirst. Oder halt das T-Shirt wechseln. Oder so eine Unterlage runterlegen. Kannst du darauf äumeln. Ey, guck mal, ich finde diese komischen, Würmer noch ein bisschen ekliger irgendwie als Kotze von den Gargoyles. Ja, ich habe ja gestern schon nur geredet. Irgendwie ist, wenn man Demon's Souls genau anguckt, das mit Dark Souls vergleicht, gibt es zu viele Parallelen. Es gibt bei Demon's Souls so eine Art Schandstadt. Es gibt in Demon's Souls so eine Art, hier so eine Lava-Welt, wo auch so eine Würmer aus dem Boden kommen. Es gibt so viele Parallelen. Okay, muss man sagen, Dark Souls hat die wie in Demon's Souls, weil es ja der Nachfolger. Ja. Aber es ist schon ganz viel gleich. Und auch so mit den Gegnern, wenn du den Schwanz abhaust, dann bekommst du eine Bonuswaffe. Oder wenn du den ersten Boss beim ersten Mal besiegst, bekommst du eine Bonuswaffe. Gibt so viele Parallelen, wo ich mich dann frage, ob die im zweiten Teil auch wieder die ganzen Parallelen da sind. Na gut, Dark Souls ist ja auch Demon's Souls 2.0, wenn du so willst. Und das wird dann, also der Dark Souls 2 wird dann Demon's Souls 3.0. Da wird auch nichts Neues sein, nur alles besser halt. Jo. Denke ich mal. Was ich gelesen habe, es gibt wieder die ganzen Startklassen. Da wollen sie wohl nichts daran ändern. Das bleibt wohl wieder so. Du hast wohl wieder die Startklassen wie im normalen Dark Souls. Was ich gut finde. Weil da gab es ja so viele zur Auswahl. Ja. Da war für jeden was dabei. Und das bedeutet auch, dass es wieder Pyromantie gibt. Das ist ja so das, was ich am spannendsten finde. Ja, hier nochmal ganz kurz. Hier gibt es jetzt hier diese Sonnenlichtmaden. Wenn man ein bisschen Glück hat, dann lassen die hier so eine fallen. Die wird in Nidus Grab extrem wichtig, weil es da dunkel ist.
Und diese Sonnenlichtmale, die kann man sich auf den Kopf setzen und das leuchtet die ganze Zeit. So, jetzt hatte ich aber Pech, die gibt's hier nicht. Hier muss ich dann irgendwann mal mit dem Schlangenring und menschlich hingehen, dann habe ich mehr Glück. Ist da nicht auch Eigentlich. diese Tür mit dem Baum? Genau, und darauf wollte ich jetzt noch hin. Und das ist diese Tür. Wenn ich die jetzt hier Tür berühren, durch Vorrichtung verschlossen. Was muss ich hier machen? Da haben wir so lange ja schon drüber geredet, da als ich davor stand. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Und das da drauf, das sieht aus wie so ein. Ja, wie der Baum da, dieser Isalith-Endgegner, ne? Weißt du, was sein kann, welcher Eid funktionieren könnte? Das kannst du mit einem anderen Charakter auch nochmal ausprobieren. Probier mal den Eid aus mit diesen Waldwächtern bei der Katze. Habe ich ja hier verkackt im normalen Spiel. Deswegen ja mit einem anderen Charakter, wo du es nicht verkackt hast. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da sagen muss bei der Katze. Ja oder nein, oder ich weiß gar nicht mehr. Da musst du das Video nochmal reingucken, weil du hast es genau falsch rum gemacht. Im Video dachte ich so, nein, du musst genau das andere anklicken. Oder hast du genau, ich glaube, du hast auf Nein geklickt, glaube ich, oder auf Ja, ich weiß gar nicht, war glaube ich der Einzige, wo es genau umgekehrt ist, sonst musst du immer auf Ja klicken, damit es weitergeht und die bei der, glaube ich, da musst du auf Nein klicken, so nach Ich dem meine Motto sowas Nein, auch. weil du willst nicht nach Astoria suchen, das war es immer. Willst du den legendären Ritter Astoria suchen? Du hast dann gesagt, ja, oder denn geh weg, ich glaube, so war das.